Aber die Ehre, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Thüringen-Karte. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet und gebt mir Feedback, damit ich auch weiß, wenn ich was verbessern muss. So, da. Wir sind immer noch im Gas installieren. Immer noch auf der ersten Wiese, aber es geht voran. So, letzte Woche, Donnerstag war es. Letzte Woche Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass es einen neuen LS-Teil gibt. Wer hat es geglaubt? Ich ehrlich gesagt nicht mehr. Was ich bisher gesehen habe, finde ich gut. Ich finde gut, endlich haben sie Seasons eingebaut. Die Maschinen finde ich toll, die Grafik ist relativ gut. Im Endeffekt muss man gucken, wie das ganze Spiel wird, im Endeffekt. Was noch alles dazu kommt. Also für mich natürlich wünschenswert wäre irgendwie sowas in der Art wie Mais Plus. Aber hey, müssen wir gucken. Da müssen wir wirklich gucken, wie es wird, also. Ja. Das schauen wir einfach mal, würde ich sagen, Leute. Ah, das. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin da immer bin bei sowas immer gespaltener Meinung. Wenn ein neuer LS-Teil rauskommt, bin ich immer gespalten. Auf der einen Seite, geil, neuer LS-Teil. Auf der anderen Seite. Aber was ist mit den Mods, mit den Modern? Die müssen ja jetzt alles wieder neu verarbeiten und neu rausbringen. Und das finde ich halt, ja, schon ein bisschen bitter. Also ich sitze halt bewusst so, weil genau hier die Punkte meinerseits stattfinden und das brauche ich nicht. Also, ich denke da halt auch an die Modder. Aber ich denke, es hat ja geheißen, es ist eigentlich nur in dem Sinne ein Remake, sozusagen, so habe ich gehört und gelesen, vom LS19. Vielleicht ist es relativ einfach, bestimmte Mods einfach in den LS zu bringen wieder, in den neuen. Weiß nicht, was gab's denn da mal für ein LS-Teil? Da hast du einfach nur in der Mod-Desk-Version was geändert und dann hattest du das Ding wieder im Spiel drin. Wie hat jetzt der Mod wieder geheißen? Mir fällt der jetzt gar nicht an. Na, egal. Ist ja egal, aber, ne? So. Mal so zum einen, also es ist, ich denke mal, es wird auch interessant werden. Natürlich, wenn ich neue Infos erfahre, werde ich euch die natürlich auch mitteilen. Und ja, da müssen wir mal gucken. Also ich muss gucken, wie ich die Infos kriege, wann ich die Infos kriege, etc. etc. pp. Ob ich Infos kriege, bestimmte Infos. Müssen wir alles wirklich gucken. Schauen wir mal. Aber ja, alles nicht so einfach. Würde ich mal sagen. So, aber das waren jetzt zum Großteil die guten Nachrichten, die positiven Nachrichten. Jetzt kommen natürlich auch negative Nachrichten. Meistens, jedenfalls. In dem Falle jetzt auch. Und zwar, ich hatte die Hilde angerufen. Im Holger sein. Nicht im Holger. Bin jetzt schon blöd. Ja, die heißt auch Hilde, aber. Ich hatte Herbert seine Frau angerufen. Der Herbert liegt im Krankenhaus. Schwerst verletzt, der hat einen Verkehrsunfall gehabt mit Schmerzen. Und. Ja, es ist. Aktuell so, dass es für ihn nicht möglich sein wird, bei mir zu arbeiten oder in dem Sinne jemals wieder zu arbeiten. Tut schon weh. Ich meine, ich habe jahrelang mit ihm zusammengearbeitet. Wir kennen uns schon Ewigkeiten. Und jetzt das zu hören, ich wäre natürlich, wenn jetzt hier nicht die Arbeit wäre, ich wäre sofort ins Krankenhaus gefahren zu ihm. Ganz klar, aber
geht halt nicht. Ich muss auch arbeiten, aber seine Frau hat gesagt, die hält mich auf dem Laufenden, also da sind wir auf jeden Fall schon mal gut dabei. Also, was heißt gut dabei? Da wir werden auf jeden Fall immer informiert, wenn sie was ergibt, aber ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr kommt. Ich glaube allgemein, dass nicht, dass er wieder arbeiten kann, weil ich habe Unfallfoto vom Auto gesehen. Dass er überlebt hat, war sowieso ein Wunder. Also von daher bin ich da eher am Zweifeln, dass der wieder arbeiten gehen kann irgendwann. Müssen wir uns halt einen neuen Mann suchen. Aber das Glückliche ist, es hat sich jemand gemeldet. Also ich bin mit dem Ladewagen gefahren und der hat mich dann angesprochen auf der Straße, ob ich Hilfe brauche. Also ob er mir helfen darf oder sowas. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich war ich schon jemanden. Moment, ich will mal kurz was nachlesen. Wie gesagt, ich brauche schon jemanden, weil ich brauche halt wegen der, wo jetzt am Silo erstmal ist, vielleicht auch später noch beim Bearbeiten der Felder, brauche ich vielleicht auch noch jemanden. Ich weiß es nicht. Deswegen, upsala. Jetzt will ich mal kurz was testen, Leute. Dashboardblatt, wo ist das Datenblatt? Wo ist das Datenblatt? Wo ist das Datenblatt? Wo ist es denn? Nein, nein, ja. Okay. Und ja, ich brauche jetzt jemanden. Ich wollte ja eigentlich den Holger anrufen und ihm Bescheid sagen. Aber dann habe ich kurz bevor ich angerufen habe, habe mich ihm seine Frau angerufen und gesagt, hey, der liegt im Krankenhaus. Toll. Dann hat gesagt, ja, den geht's richtig. Denke ich, sage ich, warum, was ist passiert? Dann hat es mir eben erzählt, wie gesagt. Und ich bin einfach nur da gestanden. Oh shit. Sie hat auch gesagt, auch die, also selbst die Ärzte haben schon die Hoffnung aufgegeben, dass er überhaupt mal jemals wieder arbeiten kann. Also es ist ja, die haben gesagt, er wird zwar wieder, aber er wird nicht mehr arbeiten können. Und ich kenne den Holger, der ohne Arbeit ist der, ja, na ist nicht der Holger. Ja, nicht der, jetzt will ich, oh Gott, der andere hat einen Herzinfarkt, jetzt, der Herbert. Ja, der Herbert. Ja, der kommt mal durcheinander. Ja, übrigens, der hat auch wieder einen Herzinfarkt gehabt. Der Holger hat auch wieder einen Herzinfarkt gehabt vor kurzem. Das ist jetzt der zweite innerhalb von einem Jahr. Also das ist jetzt auch schon langsam gefährlich. Muss ich mir jetzt auch mal langsam was überlegen. Ey. Ich muss gucken, dass ich den Kredit wegkriege. Weil nicht, dass der irgendwann nicht mehr ist und dann muss der Frau entscheiden. Und seine Frau, der muss ich ehrlich sagen, wie es ist, wenig bis gar kein Plan überhaupt. Also ich muss jetzt gucken, dass ich den Kredit runterkriege, dass wir da dann mal langsam hier frei sind. Nix gehe ich an Holger oder sowas, aber es geht halt einfach nicht. Ich kann ja das Ganze, die nächsten 2-3 Jahre noch von ihm abhängig sein. Das funktioniert halt nicht. Also funktionieren tut es an sich schon, aber es ist halt ein Schmarrn ist halt. Weil es kann ich nicht brauchen. Wir haben da jetzt die Scheiße aufgemacht, ey. So, dann fangen wir mal das Abladen an. Ja, keine Ahnung. Ich muss gucken, dass wir da jetzt rauskommen. Wir müssen jetzt noch, wie viel hat er gesagt, waren es? Ich glaube 200.000 zahlen plus unseren Kredit noch dazu. Und dann eigentlich sind wir frei. Dann sind wir frei. Also, was heißt, wir sind dann frei? Wir haben halt dann nicht mehr das Problem, dass wir ihm was bezahlen müssen und dass wir einen Kredit abbezahlen müssen. Da haben wir halt dann wieder den Glückstreffer. Ne? Das ist halt einfach das. Da müssen wir wirklich gucken. Und vor allem müssen wir auch gucken, wir brauchen im Frühjahr einen neuen Schlepper, Leute. Neuen Schlepper, da, gut, die Schlappen habe ich daheim liegen, die neuen Reifen. Aber wir brauchen halt einfach neue Technik. Wir müssen im Herbst, müssen wir Mais häckseln, wir... Ich weiß schon langsam nicht mehr, wo ich anfangen soll. Mais-Sämaschine, gut, haben wir da. Auch wieder überdimensional. Und vor allem, wir kriegen ja zwei Schlepper. Und ich weiß immer noch nicht, ob jetzt der andere jetzt schon dir wegkommt oder nicht. Also das... Da fahre ich wahrscheinlich erst kurz vor Winter oder im Winter. Ob der auch wegkommt oder nicht. Ey, da kann ich mich ja freuen, ey. Nicht. Wobei der alte Johnny, wenn wegkommt, naja. Aber dafür muss er halt wirklich Power her.
Das ist halt das, was wirklich er muss dafür. Deswegen. Ja. Ich will fertig werden mit der Ernte. Also wir haben jetzt schon, ihr habt gesehen, was wir drin haben. Wir haben fast 900 Kubikmeter drin liegen. Also wenn es jetzt nicht bald, wenn das nicht über Winter reicht, dann weiß ich bald auch nicht mehr weiter. Und das ist mein Problem, weil ich weiß dann echt bald nicht mehr weiter, was man noch machen soll. Also allein hier schätze ich nochmal mit 4 Ladewegen. Wenn es so weitergeht. Also wir werden hier noch wirklich lang drüber sitzen. Das ist das andere Problem. Aber das größte Problem ist wirklich das, wir brauchen nächstes Jahr einen Angestellten. Ich komme alleine nicht mehr hinterher mit der Arbeit. Gerade jetzt. Also wir laden jetzt blöd gesagt noch ab und dann müssen wir Silo festfahren. Und ob da, wann der andere kommt, das hat er nicht gesagt, der hat nur gemeint nach der Arbeit. Aber wann der Feierabend hat, hey, fragt's mich nicht. Hat er mir nicht verraten. Ich habe gesagt, was zu tun ist. Er hat gesagt, okay, kein Problem, macht er, kann er auch. Bin ich gespannt. Also wenn er was taugt, dann soll er helfen. Dann soll er mit hinlangen und dann darf er auch arbeiten. Aber da müssen wir wirklich aufpassen und gucken, wie es jetzt wieder ist, weil ja, ich weiß halt einfach nicht mehr langsam, wo ich hin soll, Serge. Der will was, der will was, der will was. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das mal. Ich weiß einfach nicht mehr, wohin. Dann die nächste Aussaat haben wir ja auch schon planen müssen. Im Voraus vor allem noch planen. Ne? Bodenproben müssen wir jetzt dann im Herbst noch ziehen. Und ja, Mais haben wir ja gesagt, wohin kommt. Wir haben gesagt, wo Gerste hinkommt. Wir haben. Hört's auf. Ich weiß bald nicht mehr, was ich alles neu im Kopf haben muss. Ey. Nee. Aber das mit dem Herbert, das hat mir jetzt schon wirklich aus der Bahn geschmissen. Ich habe wirklich fest mit ihm eigentlich gerechnet, aber. Gut, da steckt man nicht drin, sowas kann passieren. Ist ja. Ist halt so. Wir kommen nicht raus. Wir kommen nicht raus. Ist das ein Fluch? Gerade ging es auf einmal bergab, jetzt hier. Wobei hier geht es ja aktuell nicht bergab, sondern eher bergauf, wirklich, muss man dazu sagen. Also wir haben ja auch wirklich gute Technik da. Wir haben die Biogasanlage mit da, die wo wir jetzt dann bald betreiben werden, die wo wir bestücken werden. Wir haben Strohballen fürs Frühjahr, für Heupellets oder wenn halt eine Nachfrage kommt. Weil da habe ich extra mit den ganzen Händlern geredet, habe ich gesagt, sobald ein hoher Preis ist oder eine Nachfrage ist, ruft mich an. Sei, weil ich brauche das Geld, ich komme sonst nicht klar. Mir sonst irgendwas ausgeht. Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß ja, was wir machen sollen, Leute, wie wir es machen sollen, aber wie immer am Schluss, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst ein Like und ein Abo da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gut findet und schlecht findet, gebt mir Feedback. Und was ist eure Meinung zum LS22? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dahin, haut's rein, wir hören uns, bis dann, ciao, ciao.